Ob es sich dabei um Wahrheit oder Lüge handelt. Nehmen wir an, ich verriete, ein Mann zu sein, dessen Wangen von einer typisch männlichen Eigenart, nämlich einem Bart, verziert sind. Würdest du mir glauben oder hinter dieser Fassade eine weibliche Schönheit vermuten, die sich einen Scherz mit dir erlaubt? Habe ich dich bereits jetzt schon, zu Beginn meiner Erzählung, verunsichert? Genau dies hatte ich vor, denn ich möchte nicht, dass du darüber nachdenkst, von wem die nachfolgenden Zeilen stammen. Offenbaren sie doch mitunter tief ergreifende Einzelheiten meines Lebens, wegen derer mich die Hüter zur Frage der Gesetze verfolgen und mich mindestens eine lebenslange Haftstrafe erwarten würde, drängten sie an die Öffentlichkeit.